Bezogen auf Österreich hat die Corona-Pandemie in Tirol begonnen. Das heißt, wir waren das erste Bundesland und Innsbruck die erste Landeshauptstadt, die die Auswirkungen voll gespürt hat. Ich bin dankbar, dass alle Menschen zusammengeholfen haben. Indem sie Abstand gehalten haben, haben wir einen Punkt erreicht, wo ich heute sagen kann, wir sind bis jetzt sehr gut durch diese Krise gekommen. Wir haben nur noch relativ wenig Infizierte und sind dabei, die einschränkenden Maßnahmen Schritt für Schritt zu lockern. Ich wünsche Ihnen in Grenoble, dass es Ihnen genauso gut geht, dass Sie durch die Krise sogar zusammenwachsen, dass Menschen sich sogar mehr begegnen, vielleicht auch auf Distanz hin, aber vom Herzen her mehr begegnen als vorher und dass wir am Ende gestärkt alle miteinander, Sie in Grenoble, wir hier in Innsbruck, gestärkt aus der Krise hervorgehen und die Welt vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen sehen. Liebe Freundinnen und Freunde in Grenoble, seit über 40 Jahren pflegen Essen und Grenoble eine gemeinsame Städtepartnerschaft. Mit dieser langjährigen Freundschaft pflegen wir aktiv den europäischen Gedanken. Als Essener Oberbürgermeister sende ich Ihnen deshalb anlässlich des anstehenden Europatags am 9. Mai herzliche Grüße nach Südfrankreich. 70 Jahre sind vergangen seit der historischen Erklärung von Robert Schuman, in der er seine Vision der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Eine Zusammenarbeit, die Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar machte. Schuman legte mit seiner Rede den Grundgedanken für die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, aus der die heutige Europäische Union hervorgegangen ist. Am 9. Mai 2020 ist die Gemeinschaft zwischen unseren beiden Ländern Normalität geworden. Das ist wichtig, denn in diesem Jahr beschäftigt die ganze Welt eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam meistern können. Die sogenannte Corona-Pandemie. Wir können Grenzen vorübergehend schließen, doch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus höchstens verlangsamen. Ein Virus kennt keine Grenzen, infiziert Menschen in Frankreich und Deutschland gleichermaßen. Umso wichtiger ist es, dass wir als Europäer gemeinsam handeln und solidarisch zusammenstehen. In den vergangenen Wochen hat das Gesundheitssystem in Deutschland seine Belastungsgrenze glücklicherweise nicht überschritten. Weil wir Kapazitäten hatten, die bei unseren französischen Nachbarn fehlten, haben wir Patientinnen und Patienten, die schwer an Covid-19 erkrankt waren, in Essener Kliniken stationär aufgenommen und behandelt. Jedes gerettete Menschenleben zählt. Es sind die Früchte unserer Freundschaft, es sind die Früchte Europas, dass so etwas überhaupt möglich ist. Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen, aber wir haben auch große Erfolge schon gemeinsam erlebt und stehen auch diese Krise eng gemeinsam durch. Das ist Europa. Und ich freue mich schon jetzt auf weitere Begegnungen in Grenoble oder in Essen. Vielleicht feiern wir nächstes Jahr 71 Jahre Schuman-Erklärung. Das wäre dann kein runder Geburtstag, aber dafür einer, in dem wir Frieden und Freundschaft unserer beiden Länder feiern können und einer, an dem wir uns freuen, solidarisch und gemeinsam die Corona-Krise überstanden zu haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in unserer Partnerstadt Grenoble, ich grüße alle Bürgerinnen und Bürger in Grenoble und nehme die Europatage zum Anlass, auf die Werte unserer Staatengemeinschaft auf dem Kontinent Europa zu nennen. Gerade in dieser Zeit der Pandemie haben die europäischen Nationen auf vielfältige Art und Weise sich gegenseitig unterstützt, um diese Krise zu überwinden. Das wird auch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar noch im nächsten Jahr erforderlich sein. Und ich denke, dass wir gerade in einer solchen Zeit wertschätzen, was Europa für uns alle bedeutet, was diese europäische Gemeinschaft, was dieses europäische Haus auch zu leisten imstande ist für die Menschen, die in unseren Ländern leben. Und dass wir diesen europäischen Gedanken auch weiter hegen und pflegen, wünsche ich mir und wünsche ich auch den Einwohnern von Grenoble und wünsche ihnen natürlich auch eine gute und stabile Gesundheit.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Erik Piol, liebe Einwohnerinnen und Einwohner unserer Partnerstadt in Grenoble, ich freue mich sehr, dass wir heute zumindest in dieser Art und Weise zusammenkommen. Das Thema Corona fesselt uns allen. Seit Wochen, seit Monaten hält uns das Virus nun in Atem. Und unsere beiden Länder gehören zu denen, die mit am stärksten auch betroffen sind. Und wir müssen Feste ausfallen lassen. Und es tut uns natürlich weh, gerade bei uns hier in der Stadthalle die Händelfestspiele und das Laternenfest absagen zu müssen. Wie gesagt, das Virus ist sehr stark, aber wir haben eine stabile Lage in der Stadthalle. Und deshalb haben wir natürlich auch die Möglichkeit, jetzt auch Lockerungen einzuleiten, weil wir sehr früh auf das Virus reagiert haben. Das ist eine gute Nachricht, das macht mich auch stolz, dass viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sich an die Regeln auch gehalten haben. Und es ist schwierig natürlich auch gerade mit den unterschiedlichen Generationen in unseren Städten dann umzugehen. Wie wir wissen, sind Altenheime besonders betroffen. Ähnliches gilt auch für Grenoble. Und wir müssen gerade mit unserer älteren Gesellschaft sehr intensiv umgehen, um sie sehr stark auch zu schützen. Die Corona-Krise im Ergebnis wird uns stark machen, davon bin ich überzeugt. Viele gesellschaftliche Veränderungen werden sich aufzeigen. Die Strukturen in den Verwaltungen werden sich verändern. Was wir jetzt machen, viel mit Videobotschaften zu arbeiten, wird auch dann später dann fortbestehen. Wir haben viele neue Ideen dann aus dieser Krise zur Organisation unserer Verwaltung dann auch erhalten. Was uns noch eine Weile beschäftigen wird, ist das, dass wir die Krise nicht von heute auf morgen ablegen werden, sondern wir werden monatelang uns mit dieser Krise beschäftigen. Ich drücke Ihnen, ich drücke uns die Daumen, dass wir die nächsten Wochen ebenfalls gut überstehen und sich die Lage weiter stabilisiert. Ich bedanke mich bei allen. Aber es geht nichts darüber, dass wir uns persönlich wiedersehen und das ist für uns eigentlich das Wichtigste, dass wir auf diese Art und Weise der Kommunikation verzichten können und wir uns bald gesund wiedersehen. Vielen Dank. Like many Oxford residents, I have close family in lockdown overseas. This time of year, we would normally be thinking of visiting family and friends, a sense of absence is all the more acute. Many will also be concerned about the health and welfare of loved ones. Some may tragically be grieving for family members who have passed away. So in these challenging times, I wanted to send a message of support and solidarity on behalf of all those in Oxford to friends and family overseas. As a city, our international connections have made us what we are. Around one quarter of our resident population were born outside the UK. When this pandemic is over, we want to renew, celebrate and enhance our international ties and build on the firm foundations of the past. A lot has happened since the Lady Maris and I took the train across Europe in late February and early March this year to visit three of our twin towns, Leiden, Bonn and Wrocław in Poland. Our biggest concern when the Eurostar train rolled out of London was Brexit. Whilst we were away, we started to hear the first reports of coronavirus. There were cases in Poland, Germany and the Netherlands, countries we had just passed through. Handshakes turned to elbow bumps and our focus shifted abruptly. As you can see, I'm making this video from home in Oxford. I'm lucky I still have my job, my home and good health. Many others are not so lucky. Like much of the rest of Europe, Oxford is in lockdown. Most businesses and all non-essential shops are closed. As you can see, that includes hairdressers. I'm interested to learn about how local government in our twin towns and other cities across the world are responding. In Oxford, we've invoked emergency powers with all council meetings cancelled. In line with government guidance, we've closed all of our buildings, our leisure centres, offices, community centres, except for five locality hubs. From these, we are providing food, medical supplies and support services to vulnerable people, with the support of an army of volunteers. No one knows when the lockdown will end or restrictions will be eased. Until then, I'd like to wish all of you good health, stay inside, stay safe, and stay in touch. Thank you.